gehen wir ganz schnell rüber nach Ethereum auf den 8-Stunden-Chart. Was habe ich da gesagt? Ich habe gesagt, dass wir hier nach oben ziehen werden auf 2450, dann vielleicht einen Retest kriegen, falls wir diese Marke durchbrechen. Das erste Ziel, die 2550 ist. Das war natürlich ein Träumchen. Alles genauso passiert, wie ich gesagt habe. Aktuell sieht es danach aus, dass wir auch diese Marke, also die untere Begrenzung des Ascending Triangles, nach oben hin durchbrechen. Ich gehe mal kurz für euch näher ran. Auf dem 8-Stunden-Chart, das ist bereits passiert. Auf dem 4-Stunden-Chart haben wir sogar einen Retest gekriegt und jetzt eine Resumption. Das heißt, ich sehe hier aktuell erstmal nur noch diese kleine 8-Stunden, diese kleine Resistance hier bei 2620 uns im Weg stehen, dann werden wir vielleicht noch ein bisschen strugglen, sag ich mal, vielleicht nochmal zurück auf die rote Linie kommen bei 2580 ungefähr. Und dann sehe ich eigentlich hier keine Widerstände mehr bis auf 2730, 2780, die uns aufhalten werden, diese Linie hier oben anzuschlagen, was ungefähr prozentual übereinstimmen würde mit dem Bitcoin-Chart. Wenn ich jetzt von hier auf die 42.000 gehe, sind das 4%. Und wenn ich hier auf den Ethereum-Chart gehe, bis hier oben, naja, es sind ungefähr 5,4%. Aber das macht den Kohl nicht fett. Litecoin, kurzes Update, habe ich euch gestern gesagt. Ich werde hier keinen Trade nehmen, weil wir sehr, sehr viel Resistance über uns haben. Wir haben jetzt auf dem 8-Stunden-Chart, haben wir schon zwei davon genommen. Das war einmal hier die obere Begrenzung des Symmetrical Triangles und auch diese Resistance-Linie, die von hier oben runter kam. Das ist schon mal alles sehr, sehr positiv. Allerdings haben wir jetzt hier noch die untere Linie des Symmetrical Triangles, die wir nach oben hindurch brechen, ist eine Wochenabschlusslinie und auch eine Monatsabschlusslinie. Deswegen habe ich euch auch gestern gesagt, werde ich keine Trade bei Litecoin nehmen, solange wir nicht die 200 ungefähr oder die 197 nach oben hin durchbrechen und mit einem Retest bestätigen. Und so bleibt das auch. In dem Sinne, sehr kurzes Update für Ethereum und Litecoin, aber ich denke, hier gibt es auch nicht viel zu sagen, außer dass wir jetzt bei Ethereum, dass es hier sehr, sehr gut aussieht, dass wir vielleicht noch kurz zurückkommen auf diese Linien, die nochmal bestätigen. Allerdings haben wir das auf dem 4-Stunden-Chart gesehen und dann sehe ich erstmal eine freie Zone bis zu ungefähr 2780. Und bei Litecoin, es sieht im Moment so aus, als wenn wir doch hier ein bisschen das Momentum nutzen können, um vielleicht den Breakout zu kriegen, auch hier über diese wichtige Marke von 197. In dem Sinne auch hier einen wunderschönen Dienstag. Wir sehen uns vielleicht nochmal nachher in einem Update. Ansonsten morgen früh.